Hallo, ich bin Pirjo Kiefer. Ich leite das Consulting und Planning Studio bei Vitra in Deutschland. 10 Fragen, 10 Antworten, das ist der Red Share. Cool. Welches Credo passt zu mir? Was ich absolut passend finde, ist Take Your Pleasure Seriously von Charles Eames. Weil sobald ich nicht mehr mit Leidenschaft dabei bin, muss ich es einfach sein lassen. Weil alles, was ich mache, mache ich mit Leidenschaft. Und wenn ich es nicht mehr mag, dann muss ich es einfach bleiben lassen, weil sonst wird es nicht mehr gut. Was hat sich aktuell in meiner Arbeitsweise verändert? Ja, klar, weil wir jetzt viel mehr ortsunabhängig arbeiten, hat man mit Routinen gebrochen und es hält einen wach. Ich schätze wieder viel mehr und mache Dinge viel bewusster als zuvor. Und Termine wie heute sind dann einfach die Krönung. Welche Erkenntnisse nehmen wir aus diesem Jahr mit? Ich glaube, was wir gelernt haben, ist wirklich große Flexibilität zu bewahren, immer wach zu bleiben. Es ist einfach nichts in Stein gemeißelt. Wir müssen mit Veränderung leben. Ihr wolltet wissen, wo dieses Jahr die Herausforderung für Gestalter liegt. Es ist dieses Jahr absolut unser Spielfeld, sowohl zu Hause, Verbindung, Arbeiten und Familie, als auch im Büro, das eine ganz andere Rolle einnimmt und kein Stuhl- und Tischfriedhof mehr sein muss. Also, ihr möchtet wissen, was mein Lieblingsstück in Sachen Nachhaltigkeit ist? Da muss ich euch echt enttäuschen, weil für mich ist Nachhaltigkeit kein Objekt, sondern Nachhaltigkeit ist eine Haltung. That's it. Kein Lieblingsstück. Ihr wolltet wissen, warum mein Schaffen oder das meines Unternehmens für Nachhaltigkeit interessant ist. Und da gibt es eine ganz einfache Antwort, weil Nachhaltigkeit steckt in unserer DNA. Unsere Produkte halten Jahrzehnte und können sogar vererbt werden. Ihr wolltet wissen, was unsere zukünftigen Initiativen in Bezug auf Nachhaltigkeit sind. Da gibt es echt einige und es fängt an, eben Produkte immer besser zu machen, auch recycelte Materialien einzusetzen. Aber es hat auch damit zu tun, was beizutragen zu dem Ort, wo wir sind, der Campus, das kulturelle Angebot. Und es geht auch ganz stark um die Mitarbeiter. Wir haben jetzt schon 42% Frauen in der Belegschaft und ich hoffe, steigend. Okay, dann wolltet ihr wissen, wie können Raum und Einrichtung zur Ressourcenschonung beitragen? Da gibt es eigentlich ein Credo, finde ich, dass man vor allem langlebige Produkte einsetzt und da hochwertige Qualität einsetzt und vor allem auch Dinge, die ich sehr lange sehen kann. Also wirklich gutes Design, zeitloses Design. Hey! So, jetzt wird's persönlich. Was ich von meinen Eltern gelernt habe im Umgang mit der Welt. Ich glaube, ich habe vor allem eins gelernt, und zwar nicht nur von meinen Eltern, sondern auch schon von meinen Großeltern. Immer hochwertig zu kaufen, möglichst wenig und zu schauen, dass man Produkte lange nutzen kann. Ihr wolltet wissen, wie ich im Umgang mit Menschen und Umwelt besser werden möchte. Ich glaube, was wesentlich ist, sich bewusst zu machen, was hat mein Tun für Auswirkungen sowohl auf Menschen als auch auf die Umwelt und somit viel reflektierter zu agieren.